Ein Spiel von und mit Marlix, Last Will, ein Hauch von Blasphemie. Ich würde im Übrigen sagen, die Blasphemie ist es, dass so oft Marlix erwähnt wird. Mit eurem Let's Play Retro und... I am DSD Steve. Wir müssen noch den 10. magischen Stein holen und ich glaube, der war hier oben irgendwo. Ja. Und jetzt müssen wir noch im Keller zu dem Elras gehen und ihm die 10 magischen Steine geben, damit er uns was genau gibt. Weißt du es noch? Keine Ahnung. Das war einfach nur für die 10 Steine. Weißt du wenigstens noch, welcher Elras das war? Ja, links. Nicht oben. Der hier? Nein, oben. In dem Raum, ne? Ja. Genau, stimmt. Im Laboratorium oder in diesem Folterkeller oder was auch immer. Hast du schon einen Stein gefunden? Ja. Nun fehlen nur noch 9. Hast du schon einen Stein gefunden? Oh, Mann. Oh, das ist richtig, richtig gut. Das ist richtig gut. Was? Achso, er ist einfach weggegangen. Das waren alle, danke. Dev Level 9 erreicht. Du bekommst sogar Erfahrungspunkte dafür, das finde ich gut. Night Level 9 erreicht. Hier, nimm das. Was haben wir jetzt bekommen? Speed up. Ah, wir haben zweimal Speed up, glaube ich. Oder, ja, siehst du da, dieses ganze Zeug. Ganze, ich glaube, das hatten wir vorher nicht, ne? Genau, wir hatten vorher nur ein Power up gehabt, aber okay. Gut, dass es das Spiel darauf hinweist, was wir auch immer bekommen, aber gut. So, wie wir das noch gleich Level 15 müssen wir haben, da sind wir auf jeden Fall noch weit von entfernt mit unserem Level 9. Sind wir mit der Stadt hier jetzt fertig? Weißt du das? Meines Erachtens ja. Ich kann ja noch mal ein bisschen durch die Gegend laufen, vielleicht fällt dir noch mal irgendwas auf. Aber uns wurde ja gesagt, dass wir jetzt quasi hier auf der Insel zur nächsten Stadt oder so können. Und das jetzt irgendwo Maus Pub auch sein soll. Also, das wissen wir ja auch. Können ja einfach mal rausgehen, speichern. Nein, und geh mal nach rechts. Durch den Wald hindurch. Oder oben ist eine Stadt. Minneapolis. Okay, muss ich erstmal kurz gucken. Was? Ach, was ist denn hier los? Ja, Meister, ich habe eine wichtige Nachricht für euch. Na nun, bist du es? Ja, was hast du denn? Erzähl! Also, hört gut zu. Ich soll euch vom Herrn der Finsternis berichten, dass sich hier ein Sehender aufhält. Weißt du, was ich so gut finde einfach nur? Weil wirklich, was ich so fucking gut finde? Hörst du die Musik eigentlich? Ja. Guck mal, das Spiel hat nicht dieselbe, wirklich ist es nicht nur dieselbe Musik wie in Vampire Stone 2. Es ist auch dieselbe Musik wie in The Leashing of Chaos. In The Leashing of Chaos 2. Letztlich hat der Elfen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es ist einfach ein All-Wonder-Track, ne? Aber vor allem der Soundtrack von dem Spiel, komplett auch die Overworld-Musik. Das ist alles letzte Schacht. Wirklich, ich muss immer an die letzte Schacht der Elfen denken. Das ist super krass. Wahrscheinlich, weil ich bei Vampire Stone 2 bei dir nie die Musik gehört habe. Also wirklich ein Sehender! Ja, Meister, sucht ihn auf! Hier in dieser Stadt, ja, alles klar, ja. Werden wir schon finden. Moe's Pub, südwestlich von Minneapolis. Okay, müssen wir uns merken, dass also draußen irgendwo noch ein Pub ist. Wahrscheinlich irgendwo versteckt. Ja. Einst fand ich mich im tiefen Wald. Ja, es war Nacht und mir ward kalt. Drum machte ich ein Feuer an, doch zog dies wilde Tiere an. Da hatte ich Angst vor der Gestalt. Darum lief ich fort aus diesem Wald. Ist bei dir alles okay? Das waren ja echte Kollegereime hier. Mein Geist ist wohl, mein Herz ist rein. Es könnte gar nicht besser sein. Oh, weil das eher Bushido-Niveau ist. Und so wird das Ende folgen. Was bist du denn für eine? Untergangsprophet. Ich sah das Ende und fühle es, also verkünde ich der Welt, dass sie sterben wird. Und mit ihr alle Menschen. Weißt du, was ein bisschen schade ist an dem Spiel, Steve? Wenn wir mit dem Spiel fertig sind, dann werden wir nie wieder ein Spiel spielen, das so edgy ist wie dieses Spiel. Ich glaube auch nicht, nein. Hier steht, du musst die anderen auch finden. Denk dran, behalte den Umhang. Sollte wohl für mich sein. Ist das hier ein Okay, dann sprechen wir mit denen erstmal noch nicht, würde ich sagen. Dann ist das hier der Sehende. Ja, genau. Du bist einfach, lass mal das Haus erstmal machen, den Rest erstmal. Ja, kann man sich ja gut merken, einfach das Haus ganz rechts. Das hier in der Mitte sieht so extrem auffällig aus. Ja, sorry, Steve, das kann ich jetzt leider schwer rauskriegen. Ja, es tut mir leid, ich hab's jetzt nicht geschafft, mich vorher zu muten. Ja. Sorry, Leute. Ist jetzt nicht weiter tragisch. Dieser Hunger, gebt mir Fleisch. Ja, wir haben leider keins dabei, aber scheinbar können wir ihm auch so keins geben. Ich muss. Immer muss ich kochen. Nur das nur,
Und das nur, weil dieser verfressene Kerl nie satt wird. Könntet ihr mir helfen? Ja. Irgendwo hier in der Gegend wächst so ein Kraut, das den Hunger vertreibt. Sucht es bitte. Okay. Wahrscheinlich in der Nähe von Moe's Pub oder so, wer weiß. Ja. Trinkwasser, okay, cool. Aber positiv noch wieder an dem Haus, die Räume haben Sinn ergeben. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Und am Sonntag sollst du ruhen und keinen Handschlag tun. Ist doch sehr gut auszulegen, oder? Also, für mich ist jeder Tag ein Sonntag. Das in dem Sonntag finde ich echt geil. Hallo, Fremder. Hallo, Fremde. Fährst du mal in Moe's Pub? Falls nicht, sollst du ihn unbedingt mal aufsuchen. Wo ist der denn? Ich war schon da. Weiche von mir. Dann wo ist der denn? Ja. Südwestlich der Stadt auf der kleinen Freifläche. Danke. Das ist ein cooles Haus von außen und hinten steht ein... Das sah gerade geil aus, oder? Als wäre ich gar nicht auf der Map gewesen. Hallo, hast du schon mal Engel gesehen? Ja, nein. Nein. Vielleicht hast du eines Tages auch mal das Glück, einen zu treffen, so wie ich einst. Aber wir sind evil. Dann sag doch mal ja, Hammer. Okay, warte. Sind sie nicht wunderschön? Ich verrate dir mein Geheimnis. Die Flügel und der heilige Schein sind nicht echt. Wie kommst du darauf? Die Engel mit Flügeln und heiligen Schein sind Gottes Instrumente, um Leute wie dich an sie zu binden. Was? Du lügst doch, oder? Nein, natürlich nicht. Ich schwöre bei Gott. Was? Hä? Deinetwegen weiß ich gar nicht mehr, woran ich glauben soll. Ist Gott nun echt oder nicht? Hä? Dieser alte Mann lässt sich ziemlich einfach beeinflussen durch Bullshit. Das ist nur wahr. Bin ich mein Leben lang nur falsche Tatsachen hinterher gelaufen. Siehst du, oh heiliger Gott, schon zweifelt dieser bibelfeste alte Mann. Was? Ich finde das richtig gut, vor allem der alte Mann. Die Essensreste und die sind nicht nur von heute. Das riecht nach Erbrochenen. Das riecht nach Erbrochenen, das ist auch geil. Hey, ich hab nun Hausverbot. Hä, hey, was? Wie? Wo? In Moe's Pub. Das ist echt Luvia-Style und in Moe's Pub geht's ab. Und bloß, weil ich mich neulich übergeben musste. Bin ja mal gespannt, was uns die Leute in Moe's Pub denn erzählen. Pfui! 150 Gold gefunden. Wir sind niemand, wir sind nichts, für euch gibt es uns gar nicht. Beim Auto steht niemand! Aha. Sehr witzig. Dieser NPC dagegen wird viel, viel witziger sein. Guck mal, der hat sogar ein Face-It. Hallo, Reisender. Willst du dich nicht mit mir an den Tisch setzen? Und von deinen Abenteuern erzählen? Ja, wieso eigentlich nicht? Wir sitzen nicht am Tisch. Sehr interessant, deine Geschichte. Viel Glück bei deiner Aufgabe. Wenn du mehr herausgefunden hast, kannst du mich ja mal wieder besuchen. Guck mal, unsere zukünftige Love Interest. Ja, also ist das jetzt eine echte Quest oder ist das einfach nur... Ich hab keine Ahnung, aber wir werden versuchen, später nochmal vorbeizuschauen, wenn wir uns daran erinnern können. Guck mal, sie hat auch ein Facet. Hallo, dürfte ich mal fragen, was du hier machst? Plündern, dich besuchen. Was soll ich sagen? Dich besuchen. Na dann, kannst du ja wieder gehen. Warum? Weil ich schlafen will, dass ich ja nicht angezogen tue. Nein, wir wollen plündern. Nein, verschwinde endlich. Ach man, na gut. Schade. Dann kann er doch mit Switches umgehen. Steve. Niemand will jemand werden, um nicht unbemerkt zu sterben. Hier steht schon wieder dieser Niemand als Autor. Dieser Niemand ist ja genauso krass drauf wie Malix. Vielleicht sind Niemand und Malix ja eine dieselbe Person. Ja. Vielleicht ist Malix Niemand. Es ist auch wieder wunderbar gemacht, dass man hier oben an dem Dach nicht vorbeigehen kann. Das wäre wirklich, wirklich einsame Spritze. Dieses Dach ist überlappt, das ist so krass. Das Haus ist extrem weit nach hinten gebaut. Hier ist einfach nur ein... Wirklich... Und die Blumen... Nein, es sind in Wirklichkeit die Blumenkästen. Man kann nicht an den Blumenkästen vorbeilaufen. Scheinbar ein Waffenladen. Noch viel mehr, der definitiv aus Luvia ist. Nee, ich denke auch. Hallo, gab's in letzter Zeit irgendwas Neues?
Ja, irgend so ein Idiot hat sich neulich in Maus Papp übergeben. Das finde ich auch nicht so gut. Das ist ja. Ja, Steve? Das stimmt schon, das ist irgendwo Worldbuilding, ja, dass man sozusagen was in der Welt passiert so und man sich darunter hält. Aber ganz ehrlich, in einem Pub, ey, da kotzen noch häufiger mal Leute. Ja, gut. Das ist ein Pub. Ja, aber ich will jetzt zumindest trotzdem das Spiel ein bisschen loben. Danke für Information! Auch wenn es nicht das war, was ich meinte. Ja. Können wir irgendwas Tolles kaufen? Die allerbesten Heilmittel. Okay, da wahrscheinlich keinen tollen. Ja. Keine Ahnung, solange wir aktuell nicht kämpfen müssen, würde ich erstmal noch nichts einkaufen wollen. Da rechts war noch nichts. Ja, genau, das ist noch andere Main. Friede, denn Hütten, Krieg, den Palästen, lasst uns sie zerstören, die sich an uns mästen. Warst du ganz stolz auf mich? Ich hab's geschafft, ne? Den Fehler vorzulesen. Ich bin sehr stolz auf dich, Steve. Hör zu, Junge. Genieße dein Leben, bevor es zu Ende ist. Ja, das machen wir. Wir versuchen es. Wir genießen unser Leben, indem wir irgendwelche RPG-Maker-Trash-Games spielen, die schon uralt sind. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich bereue nichts. Wirklich, ich bereue nichts. Nein, ich auch nicht. Dieses Spiel ist echt ziemlich awesome. Das hätte ich wirklich am Anfang nicht gedacht. Und wir werden auch noch viele andere awesome Spiele spielen. Über das Leben und Sterben der Hoffnung. Ganz am Ende steht eine Notiz. Sie ist schon lange tot. Oh Mann. Ach ja, wie gesagt, hätte ich damals als, keine Ahnung, 15- oder 16-Jähriger ein Spiel gemacht, es wäre wahrscheinlich genauso gewesen wie dieses hier. Ja, natürlich. Vanitas, oh Vanitas. Was das bloß heißen soll? Dass wir einfach super fucking edgy sind, Mann. Wirklich, wir sind der most edgy Teenager aller Zeiten. Hätten die bloß ordentlich Betten. Okay, aber die Betten sehen noch ordentlich aus. Ups, wir haben ein Langschwert gefunden. Cool. Ja, denke ich auch. Das kann man ja ausrüsten. Du meinst, falls es nicht schlechter ist, du hast recht, Langschwert, was auch immer es bewirkt, aber es ist besser als unser Holzschwert. Ja. Also es gibt logischerweise, guck mal, das ist Julie. Ja. Macht sogar dasselbe Geräusch, sehr schön. Jeden Morgen wache ich auf und wünschte, es wäre schon morgen. Hast du dein Leben so sehr? Nein, nur jeden einzelnen Tag davon. Ah ne, den hatten wir schon. Hier oben waren wir noch nicht drin, oder? Genau. Irgendeine mysteriöse Macht verhindert mein Eindringen in dieses Gebäude. Meinst du nicht eher, dass es daran liegt, dass wir keinen Schlüssel für diese Tür besitzen? Ja, das könnte auch möglich sein. So, dann jetzt aber abspeichern und hier den Dude besuchen. Genau. Hat sich ja richtig gelohnt, dieses kleine Dörfchen hier. Da musst du wieder die Stimme bekommen. Du hast mich also endlich gefunden. Es ist Zeit für uns Sehenden einzuschreiten, auch wenn dies unser Ende wäre. Die Seiten sind nicht, wie sie zu sein scheinen. Du bist schwach, leider zu schwach, zumindest noch. Wirklich, ey, dieses Spiel einfach nur, Mann. Die Musik gerade, ne? Du musst zunächst den Wüstenkontinent Charybdis aufsuchen, dann über den Kristall, den Kontinent Skylar. Skylar! Nein, da müssen wir gegen die Maschinen kämpfen. Nee, das ist einfach Skylar und Charybdis. Okay, du kennst sie ja wahrscheinlich noch. Ja. So. Und erst wenn du dort fertig bist, solltest du den letzten Kontinent namens Xenophanes aufsuchen. Okay, also jetzt bekommen wir quasi, weil er nicht hinbekommt, dass wir auch in der falschen Reihenfolge jetzt ablaufen könnten, sagt uns, wo wir zuerst hingehen sollen. Ich finde es ja witzig, dass der Entwickler gerade die griechische Mythologie für sich entdeckt hat und das jetzt gerade irgendwie alles erstmal noch mit den Tieren verarbeiten muss. Das ist total witzig. Xenophanes ist der Kontinent im Norden dieser Welt und falls es dich interessiert, der Kontinent, auf dem du zu dir kommst, heißt Seras. Hör zu, du findest auf jedem Kontinent je irgendeinen Ort, einen von uns, suche uns. Denn dieses Unrecht ist nicht länger zu dulden. Welches Unrecht? Das wissen wir noch nicht, aber das wird sich... Weißt du, das Spiel wird erstmal mysteriös sein, okay? Ja.
Ich meine, was ist eigentlich die Story in diesem Spiel? Naja, wir sind Dev und wir sind halt der most edgy Teenager aller Zeiten und deswegen ja. Müssen wir gerade irgendein Mysteriösum lösen. Ja, nimm meinen Mantel. Diesen brauchst du, um den nächsten zu konsultieren. Den nächsten Mantel. Denn ich brauche ihn nicht mehr. Mein Ende ist nun gekommen, doch sein Ende wird kommen. Kommen durch dich. Hey, ich hab noch eine Frage. Dann mach schnell. Warum vernichtet der zu sein vorgibt, aber nicht ist, nicht einfach mich? Du wirst durch den Pakt geschützt. Los, tritt zurück, ich muss explodieren. Aber wirklich, ich muss mich in blutiges PNG verwandeln. Er ist von ihm nicht übrig. Das Klatschen fand ich auf jeden Fall gerade gut. Okay, wollen wir mal gucken, ob wir Mousepad finden können. Also, habe ich das richtig verstanden? In jeder Stadt auf dieser Welt ist irgendwie so ein Seher. Oha. Nicht richtig ein Dämon erscheint. Drücken wir mal Enter. Ich will eigentlich fliehen. Ich weiß, wo es ist. Geh mal nach links. Geh nach links. Warte mal, wo war das gesagt? Im Südwesten, ne? Oder? Ja, hier auf die freie Fläche. Es wurde auch gesagt, die freie Fläche. Ja, warte mal. Das habe ich, glaube ich, gerade Autokampf gedrückt. Oh, das war ja schlecht. Wow. Das war gerade nur... Okay, doch, naja. Dann kann ich einfach nochmal Autokampf drücken. Ich hoffe, wir sterben einfach mal nicht. Vlad uses Dark Strike. Okay, Vlad ist auf jeden Fall eine... Das Alter, wow. Ich bin froh, okay, dass wir damals Vlad ins Team bekommen haben. Ach, da hinten im Wald, ne? Ja. Oh, Speicher bitte, weil sonst bringe ich gleich die Rennermakon vielleicht noch um. Okay, du musst draufgehen und drück einfach mal nach oben oder so. Ich denke mal, er teleportiert dich so, dass du automatisch rausgehst. Ja, ja. Wow. Mann, ey. Mann, wirklich. Wirklich. Wow, also wirklich, Entwickler, die ihre eigenen Spiele nicht spielen, sind mir echt die allerliebsten. Das muss ich einfach mal so sagen, ja. Ich hoffe, er hat hier draußen in einem der Fässer wenigstens irgendetwas versteckt. Scout meinst du, ne? Das war ja noch boah, super. Ey, ich war gerade wirklich sowas von verwirrt einfach nur. Ja, das ja, Kraut ja, zum Beispiel. Das war einfach gerade. Oh Gott, ja. Ihr dachtet wohl, ihr findet mein Bier so einfach. Nix da. Es liegt an meinem ruhigsten Ort im Pub und den findet ihr nie. Also, dieser Platz ist bestimmt nicht im vorderen Teils des Pubs. Da ist ja nie ruhig. Kann es sein, dass wir das noch nicht untersuchen sollten zu dem Zeitpunkt des Spiels? Du denkst also, es liegt im Lager. Genau. Es ist gut möglich, dass wir bereits mit irgendwas interagiert haben. Das ist auch mal ein Secret gebreakt, ja? Ja gut, das ist ja völlig normal. Das machen wir ja zum Frühstück. Alkohol, oh Alkohol, du bist mein Feind, das weiß ich wohl. Doch in der Bibel steht geschrieben, du sollst deinen Feind lieben. Es gibt nicht so viel Bier, sondern nur zu wenig Gläser. Gläser. Für mich als echter Irre ist das, was hier steht, immer noch zu wenig. Na, das finde ich aber. Ich glaube, das sollte Ihre heißen. Er muss schon wieder die Stimme bekommen. Oh Mann, er ist so. Das ist der Protagonist aus Stardive mit anderer Haarfarbe, oder? Ja, ist er. Hey, du passt hier aber nicht so wirklich rein. Geh lieber nach Hause. Du musst ausgerechnet du sagen. Weil er ein Facet hat. Okay. Musik hört man hier fast gar nicht. Zahl mir zu wenig. Das Facet finde ich aber echt cool. Zahl mir zu wenig, bitte. Viel zu wenig, ja. Genau. Mo, zahl mir zu wenig. Schon vor einer halben Stunde sagte ich Mo, er solle mal die 177 spielen. Doch er sagte, nur später vielleicht, so ein gemeiner Kerl. Hey, bei mir war es genauso. Wir haben doch noch gar nichts gemacht. Ja. Mo hat hinten im Lager ein ganz seltenes Bier. Kannst du es für mich stehlen? Ich verlasse die Anspielung darauf. Warum nicht? Vielleicht finden wir das dann irgendwie später noch. Happy Tuesday seit 20 Jahren. Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, gib mir mal einen Pitcher. Ich glaube, das kann er von da aus nicht hören.
Hast du ein Bier? Schön, wie die Haare überhaupt nicht zusammengepasst haben. Bist du etwa ein Wikinger? Warum soll denn das sein? Sieht man das nicht? Ich wollte nur sicher gehen. Nein. Was? Das ist doch nein. Keine Ahnung, was das für ein Charset ist, aber sieht das für mich erstmal nicht aus dem Wikinger. Man, lasse mich und mein Bier alleine. Wie? Du sollst verschwinden. Ich sehe, in diese NPCs ist wirklich extrem viel Liebe reingeflossen. Verdammt, hätte ich nicht versucht, die Zeche zu prellen, müsste ich hier nicht Klavier spielen. Ist doch schön, dass ich so abarbeiten kann. Leere Bierflaschen, Bierflaschen, alle leer. Das Ding ist wohl für Leute mit Brechreiz. Zumindest riecht es so. Und noch so ein Ding für Leute mit Brechreiz. Bei einem Kasten Bier und noch einem Kasten Bier fehlt immer noch mindestens ein Kasten Bier. Denn wenn du einen Kasten Bier fast leer hast, hat Mo dir den anderen Kasten schon längst weggesoffen. Okay, der Barkeeper trinkt also selbst, das klingt nicht gut. Das sind glänzende Dingerchen, die sind sehr wertvoll. Hey, das sind nur ein paar Kupferstücke. Nein, nein, Dingerchen. Wenn du es sagst, okay. Kurt lives forever. Ah, Kurt Cobain. Ufte, tätere. Wie bitte? Ich übe um das Anfeuern. Mo, musst du sprechen. Hey Junge, setz dich und bestell dir ein Bier. Mo, spiel doch mal die 177. Später vielleicht. Du. Immer derselbe Spruch. Okay, irgendwie habe ich mir Mo's Puppets irgendwie ein bisschen cooler vorgestellt. Okay. Vielleicht haben wir hier noch irgendetwas Tolles, wer weiß, ich speichere immer das Spiel ab. Man weiß nie, wo hier die nächsten Ratten oder Goblins oder was auch immer aufploppen. Ja. Und Mo schläft dort, wo er auch sein Bier lagert. Aber nein, das sind natürlich zwei getrennte Räume. Das sind nur Bilanzen und auch noch Falschgemachte. Okay, und das erkennen wir woran genau? Sind wir jetzt auch noch ein Buchhalter? Mo's Tagebuch. Mal sehen, was darin steht. Oh ja, das Tagebuch eines Barkeepers. Super spannend. Liebes Tagebuch, ich muss mein seltenes Bier verstecken. Die Gäste werden immer aufdringlicher, das seltene Bier. Ja. Aber wo nur? Am besten draußen in einem unscheinbaren Fass. Was für ein Idiot, sagt er uns auch noch, wo wir sein Bier finden. Ich würde den Tag nicht für den Abend loben. Wir waren ja schon mal im Fass und haben gesehen, dass es nicht drin ist. Ja, genau. Also von daher muss das seltene Bier irgendwo hier hinten sein. Warte mal. Moos, genau. Moos Vorrat. Ja, ich denke, der hat noch nie was gesagt, ne? Das ja, heißt, es ist jetzt die erste Möglichkeit, ihn zu sprechen. Aber du bekommst ihn. Okay. Hat er auch seinen eigenen Verbrauch? Ui, es kann sprechen, dachte er. Was denn? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Aber wenn man danach geht, müsstest du nur ein sehr reicher Vampir sein. Hey, reich ist der, der sich in den Künsten übt. Nicht der, der viel Gold hat. Okay, Mo's Vorrat, ja, okay. Das ist hier bei jedem Bier, oh Gott. Untersuch mal noch irgendwie Tisch, Bett und so ein Kram eher. Und hol mal, es ist wieder der Wallner Umwandlungs Hintergrund. Ja. Also, wo würdest du was verstecken? Unter dem Tisch, unter dem Bett, was weiß ich? Ja, unter der Matratze liegt etwas. Wie einfallsreich. Und das Ding ist, das tun etwa 75% der menschlichen Bevölkerung. Das stimmt halt wirklich. Also unter Bett verstecken ist tatsächlich Standard. Jetzt merkt er vielleicht endlich, wie simpel sein Versteck war. Haben wir das jetzt das Bier da? Ich denke mal schon. Wir können mal. Welcher NPC war das? Der unten links. Unten links. Der hier, ne? Hm? Ja. Dann gib es her, bitte. Danke, hier so viel dürfte das Bier etwa wert sein. Keine Ahnung, wie viel wir bekommen haben. Und das war jetzt komplett ein Mauspap. Kannst du draußen mal nochmal gucken, ob du vielleicht irgendeine Pflanze interagieren kannst, wegen dem Kraut, was es davon soll? Ich kann gerne nochmal gucken, aber ich glaube, wir sind hier eigentlich soweit fertig. Also, ja. Dann kannst du mit diesen roten Dingern interagieren? Nee, also ja, kann ich schon, aber da passiert nicht viel. Deswegen... Keine Ahnung, also ich denke, wo immer die Pflanze ist, wir werden sie hier nicht finden. Oder? Siehst du das anders? Ja, dann sollen wir jetzt zum Wüstenkontinent, ne? Wir wissen ja, wo der ist. Dann können wir ja im nächsten Part dann hingehen, würde ich sagen. Nachdem die Flucht fehlgeschlagen ist und das bitte... Leute,
Ich will ja eigentlich einfach nur aus diesem Kampf fliehen und dann sehen wir uns im nächsten Part von... Ja, ich werde wahrscheinlich gerade eben gespeichert haben. Fußgeräten kann man... Okay, doch. Scheinbar irgendwie fliehen. Alles klar. Wir würden uns auf jeden Fall wie immer über einen netten Kommentar und Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal hier bei Last Will. Ein Hauch von Blasphemie. Tschö, tschö.